Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über mögliche Preismanipulation im Bitcoin-Markt und wir sprechen über eine andere neue Killer-Applikation im Kryptomarkt. Springen wir gleich in diese erste News-Story, aber bevor wir in die News-Story springen, schauen wir uns noch kurz den Markt an für die Podcast-Hörer. Wir sind momentan auf CoinMarketCap, schauen uns den Bitcoin-Preis an. Und der Bitcoin-Preis ist wieder gesunken. Wir sind auf 7.500 US-Dollar und alles andere ist auch ein bisschen gesunken. Ja, wir sehen ein bisschen grün, aber das ist natürlich in den letzten 24 Stunden. Im Vergleich in den letzten 3, 4, 5 Tagen ist alles nach unten gegangen. Und die große Frage ist natürlich, wieso? Was passiert da genau? Ist Manipulation momentan am Laufen? Was passiert mit den Märkten? Ist da irgendetwa jemand Größeres am Laufen oder etwa nicht? Was ist da genau am Passieren? Nicht nur wir haben uns diese Frage gestellt, sondern auch das Justizdepartement der USA. Die wollen nun das Ganze genauer analysieren und anschauen und zusammen mit der CFTC, also Commodity Futures Trading Commission, also der Kommission für Rohstoff- und Futureshandel in den USA, das Ganze ein bisschen genauer anschauen und auch untersuchen, ob es falsche Bestellungen, also falsche Trades quasi gibt, ob jemand damit verkaufen und kaufen eigentlich den Markt versucht zu manipulieren. Sind das größere Leute? Sind das Leute mit mehreren Milliarden, die investieren die ganze Zeit? Ist das eher, sind das Bots, Bot-Netzwerke, gibt es ja auch, wie bei einer Attacke, oder sind das irgendwelche Algorithmen, die da den Markt versuchen zu manipulieren? Diesen Fragen will das Justizdepartement nun auf den Grund gehen. Finde ich grundsätzlich eine gute Sache, aber habt im Hinterkopf, dass das Justizdepartement ist natürlich eine offizielle Organisation des US-Staates und wenn das Justizdepartement bei den Börsen an den Türen anklopft, dann müssen die Börsen natürlich die Daten freigeben. Das heißt, die Börsen müssten dem Justizdepartement eigentlich zeigen, ja, wir haben folgenden Handel bzw. folgendes Volumen gemacht, das ist die jetzige Situation etc. Und normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Staat New York allen Kryptobörsen auf der Welt bzw. allen Kryptobörsen in den USA schreiben würde, hey, bitte gebt mal eure Daten raus, was geht da genau ab? Dann müsste man das grundsätzlich nicht machen als unabhängige Firma. Wenn nun das Justizdepartement an der Tür anklopft, dann noch eher. Das heißt, auf der einen Seite will wahrscheinlich das Justizdepartement sowie der US-Staat die Bürger sowie die Märkte schützen und sicherstellen, dass die Märkte fair verlaufen. Aber auf der anderen Seite wollen sie wahrscheinlich auch die genauen Kryptoflüsse ein bisschen genauer anschauen. Das kann man natürlich mit diesem Vorwand, dass man dass Marktmanipulationen stattfinden und dass man das genauer anschauen möchte. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wahrscheinlich wird das beides im Parallelen laufen. Es gibt hier auch im Artikel eine Art Statement von einem Finanzprofessor der Universität von Texas. Er sagt, bei so wenig Monitoring, also bei so wenig Beobachtung der Märkte durch externe oder unabhängige Organisationen sind Fälschungen möglich, sind falsche Bestellungen etc. möglich und das kann natürlich die Märkte krass beeinflussen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was das Justizdepartement genau macht. Es wird nicht ganz klar sein. Der Bitcoin-Preis hat noch nicht positiv darauf reagiert, beziehungsweise kurz schon, weil eben der Preis gestern auf 7.200 gesunken ist und heute ist es wieder, hat sich ein bisschen erholt, aber wir werden weiterhin dranbleiben und schauen, was da genau passiert. Nächste News Story gehen wir zu Revolut. Revolut, eine Fintech-Firma aus London in England, haben ein sehr, sehr interessantes Produkt. Ihr kriegt eine Debit-Kreditkarte, also eine Art EC-Kreditkarte, mit welcher ihr eigentlich überall auf der Welt bezahlen könnt und sie unterstützen, glaube ich, irgendwie 20 bis 25 unterschiedliche Währungen. Ihr macht eigentlich eine Art digitales Bankkonto und könnt dann diese Karte verwenden, wie ihr möchtet. Im Januar haben sie dann angekündigt, dass sie jetzt neue Kryptowährungen anbieten. Sie bieten momentan
Bitcoin, Ethereum und Litecoin an und seit heute Ripple und Bitcoin Cash. Wieso Ripple und Bitcoin Cash? Weil sich die große Masse diese zwei Währungen gewünscht hat und weil wahrscheinlich bei der technischen Einbindung das am einfachsten war. Je bekannter die Kryptowährung, umso einfacher ist es wahrscheinlich für unterschiedliche Firmen, das Ganze einzubinden. Der Unterschied bzw. das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt auf Revolut registriert und verifiziert seid und ein Konto bzw. ein Ripple-Konto eröffnen möchtet, könnt ihr nicht mit Private Keys dealen. Das heißt, ihr seid nicht ihr habt die eigentlichen Schlüssel nicht als Eigentum. Das heißt, ihr könnt die Kryptos auch nicht irgendwie wegtransferieren. Die Kryptos in diesem Sinne sind eigentlich reines Zahlungsmittel. Ihr könnt jetzt natürlich sehr stark darauf wetten und damit pokern, dass zum Beispiel, sagen wir, Ripple morgen auf 1 US-Dollar steigt, dann könntet ihr jetzt viele Ripple kaufen und dann wieder morgen eigentlich die Währung switchen. Das kann man relativ einfach mit 2-3 Klicks. Für die Podcast-Hörer sehen wir hier im GIF sehen wir hier ein paar Transaktionen. Man kann relativ einfach zwischen zwei Währungen wechseln. Ich werde diese GIFs und ein paar Screenshots noch im Telegram-Channel mit euch teilen. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe mal anschauen und auch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Meiner Meinung nach, und ich sage das komplett unabhängig, beziehungsweise ich werde nicht von Revolut bezahlt oder so, ich bin einfach nur ein Fan des Produktes. Revolut als Firma und das Produkt sehr innovativ, sehr vorwärtsdenkend und auch von meiner Erfahrung her sehr schnell im Markt. Das heißt, sie schaffen es relativ stark und schnell Features einzubauen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine andere Krypto wünscht, zum Beispiel EOS, zum Beispiel Stellar, dann könnt ihr das anbringen. Sie haben ein Formular unten, dann könnt ihr das Ganze ausfüllen und wenn ihr nicht alleine seid, dann kann es sehr gut sein, dass Revolut da andere Leute mit reinnimmt. Wie gesagt, momentan könnt ihr die Kryptos nicht raus aus Revolut nehmen, aber ihr könnt sie anderen Revolut-Benutzern schicken und eigentlich Kryptos wie eine tägliche Währung benutzen. Und das meiner Meinung nach ist eben die Killer-Applikation, die wir eventuell im Krypto-Bereich einfach noch nicht haben. Revolut verbindet ein altes, in Anführungsstrichen, ein altes Produkt, nämlich die Kreditkarte und das alte Bankensystem mit etwas Neuem, nämlich Kryptowährungen und macht das ziemlich gut. Und von daher denke ich eben, wir brauchen diese Killer-Applikation, die wir im Alltag brauchen können. Ist Revolut genau dieses Produkt? Meiner Meinung nach schon, beziehungsweise sie gehen in diese Richtung. Man müsste halt wirklich noch nach wie vor Kryptos rein und raus transferieren können, wie man will. Das geht gemäß ihren Aussagen aus regulatorischen Gründen noch nicht. Sobald das aber möglich ist, dann ist das meiner Meinung nach ein No-Brainer und die Leute werden immer mehr auf Revolut wechseln. Ich habe auch gelesen, dass Revolut bereits profitabel ist. Das heißt, obwohl es ein Startup ist, machen sie eigentlich genug Geld, um Stromrechnungen zu bezahlen. Und von daher ein sehr, sehr interessantes Projekt. Das heißt, wenn ihr in der Dachregion seid und unbedingt eine Karte möchtet, dann meldet euch einfach an. Ich werde noch einen Link in die Beschreibung reinhauen, dann könnt ihr euch dort gleich anmelden. Und mit dem, sind wir bereits am Ende der heutigen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns im Telegram-Channel und morgen natürlich auch wieder. Macht's gut und bis dann.